Wer seine Pflanze genau im Auge behalten will, der kann das auch digital tun. Das Ganze funktioniert mit einem Bluetooth-Device, das vom Parrot kommt. Man steckt es einfach in den Blumentopf und anschließend wird über Bluetooth mit dem iPad oder dem iPhone kommuniziert und es werden Daten übertragen. Dabei misst der Sensor unter anderem die Temperatur und zeigt auch Statistiken, wie warm oder kalt es der Pflanze in den letzten Wochen und Monaten gewesen ist. Hier sieht man, dass es dieser Pflanze relativ gut geht. Man kriegt also auch Tipps, wie man seine Pflanze am besten versorgt und wann man sie am besten gießt und wann man am besten Dünger hinzugibt. Den Dünger misst es über zwei Sensoren, die an der Unterseite liegen. Hier wird der Salzgehalt in der Erde gemessen und dann kann bestimmt werden, wann wieder Dünger gekauft oder nachgegossen werden muss. Der Akku ist eigentlich kein Akku, sondern eine Batterie. Es ist eine handelsübliche AAA-Batterie, hält 6 Monate durch. Die Reichweite beträgt ungefähr 10 bis 15 Meter. Man kann also bequem vom Wohnzimmer aus den Zustand seiner Pflanze messen.